Halt in der rauen See. Du bist mein Halt in der rauen See. Auch im Schweigen bist du stets da. In den Fragen bleibt dein Wort wahr. Deine Liebe trägt mich durch. Du bist mein Halt. Ja, dieser Herr, der unser Leuchtturm ist, der das Licht ist, das uns bis ans Land bringt und auch leitet. Ja, mit diesem Herrn dürfen wir heute Gottesdienst feiern. Mit ihm und auch für ihn. Und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier vor Ort im Gottesdienst, aber auch die Gäste, die im Livestream zugucken. Herzlich willkommen. Meine Frau Dagmar und ich dürfen heute durch den Gottesdienst führen. Und wir freuen uns auf diesen Gottesdienst. Wir haben, ja, es ist ein super Gottesdienst, kann man fast sagen. Wir haben drei besondere Sachen. Wir haben eine Kindersegnung, die Kleinen sitzen schon hier vorne. Wir haben eine Gemeindeaufnahme und etwas mit lachendem und weinendem Auge. Die Sauers werden wieder an die Elfenbeinküste gehen. Es ist schön, dass ihr geht, aber es ist nicht schön, dass ihr geht. Also von daher werden wir nachher noch ein bisschen was von euch hören. Ja, ich möchte an Dagmar übergeben. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Gott hier bei uns ist, hier mitten unter uns und auch bei euch zu Hause im Livestream, wo ihr gerade mit dabei seid und schaut.
Darauf vertrauen wir und darüber freuen wir uns. Wir wünschen uns, dass Gott uns begegnet und zu uns spricht. Wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der alles geschaffen hat und der uns unendlich liebt. Und im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und damit den Weg zum Vater freigemacht hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Gottes Kraft und Liebe in uns ist und der uns bezeugt, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Amen. Amen. Ich möchte mit uns zusammen beten und bitte dazu aufzustehen, soweit das möglich ist. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Das ist ein Fest, das ja, wir jeden Sonntag aufs Neue machen dürfen, dass wir feiern dürfen, mit dir zusammen zu sein, von dir zu erzählen und von dir zu hören, Herr. Hab Dank dafür, dass wir das hier im Gottesdienst dürfen, dass es aber auch durch die technischen Möglichkeiten zu Hause über den Livestream möglich ist. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, dass du ihn ansprichst, segnest, dass jeder etwas für sich mitnehmen kann in seinen Alltag, an vielleicht Beruhigung, vielleicht Ideen. Herr, du weißt, was jeder braucht und darum bitte ich dich, Herr. Bitte segne du diesen Gottesdienst. Amen. Jetzt möchte ich den Dietrich nach vorne bitten. Wir haben nämlich das erste Highlight heute, eine Gemeindeaufnahme. Bitte sehr. Ja, und ich bitte auch auf die Bühne den Andreas Kretz und den Roland Echterbruch. Roland ist ja schon Gemeindemitglied, also ist es der Andreas, der aufgenommen wird. Guten Morgen euch beiden nochmal und herzlich willkommen auch hier im Gottesdienst. Ja, wir haben dich ja vor einigen Wochen schon zur Aufnahme hier im Gottesdienst vorgestellt, Andreas, und heute ist das soweit, heute geschieht das und ich will das verbinden mit einem Bibelvers, den ich dir besonders ja, an dem Tag heute zusprechen will. Der steht in Hebräer 4, es ist der Vers 16, da steht: Aber weil er, und gemeint ist Jesus, für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Zwei Sätze sage ich noch dazu. Es ist ja ein alter Vers und der ist irgendwann an Juden, die Christen geworden sind, geschrieben. Und man kann sagen, was hat es mit uns und mit dir zu tun? Aber die Verbindung ist ja, diese Juden waren Christen geworden und du bist auch Christ. Und deswegen gilt er so, wie er damals für sie galt, auch für dich. Und da steckt eine Menge drin. Es ist viel, viel guter Inhalt und Zuspruch drin. Jesus tritt ein für dich. Jesus, dem nichts Menschliches fremd war und ist, er tritt ein für dich beim Vater. Und deswegen kannst du Hoffnung haben und mit Zuversicht und ohne Angst in Gottes Gegenwart sein. Und Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade sind für dich da, wenn du seine Hilfe brauchst. Also ein dickes Paket Zuspruch an diesem Morgen und ich hoffe, das nimmst du mit, nicht nur heute, sondern in die Zeit, in die ganze Zeit, die wir als Gemeinde hier unterwegs sind. Und mir ist aufgefallen, es hat auch nicht nur mit dir persönlich zu tun, sondern es hat mit uns allen zu tun. Denn das, was hier steht, gilt ja für uns alle, die wir zur Gemeinde gehören. Und dass es für uns alle gilt, schafft auch eine ganz besondere Verbindung. Wir sind dadurch ganz besonders miteinander als Gemeinde verbunden, dass Jesus für uns eintritt, dass uns Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade gilt. Und noch eins ist mir wichtig, wenn Gott uns so barmherzig und gnädig begegnet, dann ist es ein gutes Vorbild für uns, dass wir das untereinander auch tun im Umgang miteinander. Und das wünsche ich dir, dass dir das auch hier in der Gemeinde begegnet, dass andere mit dir und du so mit anderen auch im Kontakt bist, mit Barmherzigkeit und Gnade. Und dann freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit in der Gemeinde und sind sehr gespannt. Und jetzt wird Roland noch für dich beten. Unser Vater im Himmel, dein Name sei geheiligt, denn du hast die Welt gemacht, auch wenn wir das manchmal nicht glauben können. Du hast die Gemeinde geschenkt, uns geschenkt, und du hast Andreas gemacht und ihn auch uns geschenkt. Und ich wünsche mir, dass er uns hier in der Gemeinde auch als Geschenk sieht,
Ich möchte dich bitten, dass wir ihm in geschwisterlicher Liebe jederzeit begegnen. Ich möchte dich bitten, dass er seine Talente und seine Gaben ausleben kann. Und dazu segne ich dich, Andreas. Amen. Und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, dann bitten wir Sauers auf die Bühne. Silke und Martin, schön, dass ihr da seid. Ja, wir befinden uns im Moment ja mitten in unserer Themenreihe. Sie trägt den großen Übertitel Berufen zu folgen, wie ihr ja sicher schon auch an unserer Deko gemerkt habt. Wir sehen hier die Wegweiser aus den verschiedenen Staffeln. Jetzt sind wir in der dritten Staffel angekommen, die heißt Alltag mit Jesus. Und in der letzten Woche haben wir uns damit beschäftigt, welchen Auftrag gibt Jesus uns denn im Blick auf diese Welt? Welchen Auftrag haben wir als Christen in der Welt? Und es ging darum, dass wir Licht und Salz sind in unserer Umgebung. Und das ist jetzt die galante Überleitung zu euch. Ihr seid als Wycliffe-Missionare in Afrika, in der Elfenbeinküste. Ihr seid dort sicher Licht und Salz. Und ihr könnt uns jetzt etwas davon berichten. Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid, wenn ihr mal auf Heimaturlaub oder Stippvisite hier seid. Ihr gehört zur Gemeinde schon einige Jahre und ich finde es immer schön, von euch zu hören über diesen Infobrief, den ihr verschickt als Mail, aber jetzt auch euch persönlich wieder zu treffen. Und ja, deshalb gebe ich das Mikro jetzt einfach weiter. Ihr wolltet uns was berichten vom aktuellen Stand. Genau, vielen Dank, guten Morgen. Wir sind Martin und Silke Sauer. Wir sind mal kurz hier, wir sind vor einem halben Jahr wieder an der Elfenbeinküste ausgereist und sind dort im Bereich Bibelübersetzung tätig. Ja, wir sehen für uns unsere Aufgabe darin, Gottes Wort Menschen zugänglich zu machen, die Minderheitensprachen sprechen, die in kleinen Volksgruppen leben und die eben das Wort Gottes noch nicht in ihrer eigenen Sprache haben. Und das ist auch ein bisschen das, wo ich mich so das letzte halbe Jahr an der Elfenbeinküste mit beschäftigt habe. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht, dieses kleine rote Buch, das ist das Markus-Evangelium auf Neo. Ich hatte schon, als wir hier im Exil waren, Corona-bedingt, mit dem Team angefangen zusammenzuarbeiten und wir konnten dann nach viel Mühe und viel Aufwand und so das erste Evangelium dort in der Sprache fertigstellen. Ich habe es nicht übersetzt, aber ich habe ihm geholfen mit dem Layout und mit der Zeichensetzung und mit der Orthographie, also Groß- und Kleinschreibung und ganz viele verschiedene Sachen, die da so reinkommen. Denn wir übersetzen ja keine Zeitungsartikel, sondern wir übersetzen das Wort Gottes und wollen deswegen auch wirklich Qualität liefern. Und das ist auch das, was ich an der Elfenbeinküste im Augenblick mache. Ich lerne, anderen Teams zu helfen, Qualität zu produzieren. Ich möchte Übersetzungsberater werden. Und da gehört alles Mögliche dazu. Was ich in dem halben Jahr auch gemacht habe, war, dass ich eine Woche lang die Teams, die dort im Land arbeiten, sind ungefähr 10 Übersetzungsteams von Einheimischen, denen habe ich einen Computerkurs mit unterrichtet. Heutzutage ist ja jede Arbeit fast auf Computer basiert und auch die Übersetzungsarbeit, da wird ganz viel der Computer und eine bestimmte Software verwendet. Und da gibt es immer wieder ein Upgrade und so habe ich da mitgeholfen beim Unterrichten und das war auch schön für mich, einen Kontakt mit den Teams zu haben. Ich kenne inzwischen schon einige Leute. Das war so das letzte halbe Jahr und meine Hoffnung ist, dass ich bis in einem Jahr dann meine Ausbildung als Übersetzungsberater abgeschlossen habe. Das gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte, weil meine bisherige Supervisorin und die Frau, die mich da so diesen Weg führen wollte, leider krankheitsbedingt nicht mehr an der Elfenbeinküste ist. So habe ich jetzt eine andere Person, die mich begleitet, aber die ist in Frankreich und ja, und das wäre auch ein konkretes Gebetsanliegen, dass ich in der Zeit, in dem Jahr ungefähr, das wir jetzt mal noch geplant haben an der Elfenbeinküste, meine Ausbildung wirklich fertig machen kann und dann wirklich Teams vor Ort dann als Übersetzungsberater helfen kann. Ja, meine Arbeit ist eher im unterstützenden Bereich und zwar bin ich tätig im Bereich Kommunikation.
Ich unterstütze unsere Mitarbeiter in der islamischen Welt darin, wie sie gut und sicher von ihrer Arbeit, die ja nicht so ganz unbedingt für die Öffentlichkeit immer bestimmt ist, berichten können. Und ab kommendem Monat, das ist ja schon sehr bald, übernehme ich noch eine weitere Aufgabe. Und zwar werde ich unser internationales Leitungsteam in Kommunikationsfragen beraten und bin dann zuständig für die interne Kommunikation von unserer Organisation mit 4000 Mitarbeitern. Das ist eine Leitungsaufgabe. Ich bin freudig gespannt, was da auf mich zukommt und bin auch super dankbar für Gebet. Ich würde gerne noch ein paar Takte sagen, warum wir eigentlich hierher gekommen sind. Natürlich ist es immer super schön, euch zu sehen und auch viele anderen Freunde. Wir sind auch jetzt viel unterwegs gewesen und werden auch unterwegs sein, um Leute zu besuchen. Aber der eigentliche Anlass war die Hochzeit von unserem jüngsten Sohn, der Jonathan. Den kennen ja auch viele hier. Und es hat sich ja vielleicht auch schon rumgesprochen, dass die Hochzeit, die eigentlich Ende August hätte stattfinden sollen, verschoben werden musste, ganz kurzfristig, weil die junge Frau erkrankt war. Jetzt gibt es ein Reload am 9.10. Wir haben also unseren Flug verschoben, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und betet einfach, dass es wirklich klappt am 9.10., dass auch Corona-technisch oder sonst nichts dazwischen kommt und die beiden einfach jetzt einen super Start in ihre Ehe haben. Die letzten Wochen waren jetzt nicht so toll für die zwei. Genau. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch ein paar Besuche, Meetings und anderes vor uns. Und wir hatten einen super schönen Urlaub in Großbritannien, da sind wir auch dankbar dafür. Und hatten, man glaubt es nicht, richtig tolles Wetter. So, jetzt noch zu deiner Frage. Wie lebt sich das, was man als Christ in meine Beziehung zu Gott, wie erlebt sich das im Alltag? Für mich selber ist Gebet sehr wichtig. Und deswegen ist es für mich sehr schön, wenn ich irgendwie Kontakt habe zu Leuten, jetzt an der Elfenbeinküste mit unseren einheimischen Mitarbeitern dort. Und so mache ich immer wieder wochenweise die Andacht. Da ist Gebet ein großer Schwerpunkt und dadurch haben sich gute Beziehungen entwickelt. Und da kommen auch mal Leute und sagen, hier, ich habe ein Anliegen, könntest du mal für mich beten oder so. Also das Gebet, was wir eigentlich als Christen alle praktizieren, jetzt zu Gott, also direkt eins zu eins, das ist auch was wir in unseren Beziehungen leben können. Natürlich je nach Situation oder so, jetzt an der Ladenkasse für die Kassiererin beten, kann man still machen vielleicht. Aber ja, das ist was, oder was ihr gerne tut, was euch am Herzen liegt, dass ihr damit ein Segen sein könnt für andere. Ja, genau, das war eigentlich auch schon so ein Stück weit die Überleitung jetzt in Richtung auf die Predigt, die folgt. Wir sind ja heute unter dem Thema Alltag mit Jesus, die Beziehungen im Blick, die Beziehungen in unserer Familie, die Beziehungen im Arbeitsalltag, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Freizeit. Und da werden wir gleich mehr drüber hören, auch in der Predigt. Genau, wie wirkt sich das aus? Wir sind mit Jesus unterwegs, wir sind Gottes Kinder und das strahlt in unsere Beziehung aus, zum Beispiel durch Gebet, indem man in den Beziehungen, in denen man steckt, einfach auch mitkriegt, wo sind Anliegen, wo könnten wir füreinander beten, füreinander Gott bitten und auch danken und füreinander einstehen und uns segnen. Gleich mehr dazu. Erst singen wir noch ein Lied und das Musikteam wird uns sagen, ach nee, erst haben nicht wir noch das Gebet, genau. Bevor ich noch das, für euch gebetet habe, das wollen wir machen, nicht nur, dass wir darüber sprechen, sondern dass wir das auch tun können. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass es Menschen wie Sauers gibt, die ja hier aus ihrer Heimat weggehen nach Afrika in eine völlig andere Kultur und dort deine Arbeit tun, Arbeit für dich tun, Herr. Du siehst, dass der Martin da seine Ausbildung fertig machen will und ich möchte dich bitten, trotz der Schwierigkeiten mit der geänderten Person, dass du ja ihm die Kraft, aber auch Weisheit schenkst, das in diesem Jahr abzuschließen und dass er nachher dann als Berater für die verschiedenen Übersetzungsteams auch wirklich ja, ein Segen sein kann, Herr. Und die Silke, die ist jetzt auch an einem neuen Weg. Sie wird ja in der Führungsposition dort auch beratend tätig sein. Da wünsche ich mir und bitte dich um Weisheit für sie, dass sie ja das, was sie zu sagen hat, auch ankommt bei den Leuten, dass sie ernst genommen wird und dass sie dort auch das Richtige sagt und die richtigen Wegweisungen oder Hinweise geben kann, Herr.
Du kannst Segen schenken und darum möchte ich dich bitten für die Arbeit der beiden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber auch bitte ich dich darum, dass die Hochzeit jetzt dann doch noch stattfinden kann und dass nicht wieder jemand erkrankt, sondern dass sie das wenigstens auch noch miterleben können, bevor sie dann wieder ausreisen, Herr. So bitte ich dich um deinen Segen für Martin und Silke. Amen. Dankeschön. Ja, großer Gott, du bist jetzt hier, ich danke dir dafür. Und das wünschen wir uns, dass alles in uns schweigt, was in unserem Herzen und in unserem Kopf noch rumort, was uns beschäftigt und abhält davon, auf dich zu hören. Wir bitten dich, Herr, mach du uns ruhig innerlich, mach uns hellwach und aufmerksam, lass uns hören und spüren, was du uns zu sagen hast. Sprich du uns persönlich jetzt an für unser Leben, dass wir etwas mitnehmen können für unseren Alltag mit Jesus, mit dir unterwegs. Herr, und ich bitte dich für Lothar. Herr, segne ihn jetzt. Fülle du ihn mit deinem Geist und mit Vollmacht, dass er uns das sagen kann, was du in unser Herz geben willst, was du uns zu sagen hast. Herr, sprich du durch ihn und segne ihn. Amen. Amen. Danke. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Über diese Aussage Jesu an seine Nachfolger habe ich letzten Sonntag gepredigt. Und das war der Auftakt, wie Dagmar das schon sagte, zu dieser Predigtreihe Alltag mit Jesus. Ihr seid, und dann habe ich das versucht zu transformieren und gesagt, ihr seid die Lebenserhalter und Orientierungsgeber in dieser Welt. Das meint Jesus. Ihr seid, spricht er seine Jünger an, die Lebenserhalter und Orientierungsgeber in dieser Welt.
Ihr seid, sagt Jesus, ihr seid es. Ihr seid es einfach. Gottes Gegenwart in eurem Leben hat euch dazu verwandelt. In seinen Augen gibt es dich und mich als Christen eigentlich nur als Salz und Licht dieser Welt. Oder es gibt uns nicht, so wie Bonhoeffer das in einem Zitat, was ich gebrachte, auch so spitz formulierte. Okay, könnte man sagen. Ja, gut, das war jetzt zur Theorie. Und bitteschön, was heißt das praktisch? Wie sieht das denn aus? In den jetzt kommenden Gottesdiensten wird sich vieles eben um diese Frage drehen. Wie sieht das denn praktisch aus, dass ich das bin als Christ? Salz und Licht in dieser Welt. Und heute besonders geht es darum, wie gestalten sich Beziehungen in diesem Licht? Und Beziehungen sind dabei ja so etwas, was für uns Menschen fundamental wichtig ist. Das drückt sich aus bis hinein in die Sprache. Es gibt Beziehungen, da kann man sich, wie sagt man so schön, so richtig fallen lassen hinein. Oder es gibt Beziehungen, sagt man, da blüht ein Leben auf, man sieht es richtig. Seitdem sie mit dem in Beziehung steht, blüht sie richtig auf. Aber zugleich gehören Beziehungen ja auch zu dem, was mit am schwersten manchmal ist in der Gestaltung des Lebens. Unter Umständen geht das so weit, dass ganze Existenzen scheitern eben an solchen Beziehungsfragen. Ich zumindest kenne solche Menschen und ich habe schon des Öfteren in der Nacht mit Polizei und Feuerwehr nach Menschen gesucht, die an dieser Frage die Existenzen zerbrachen, wo eine ganz hohe Suizidgefahr war. Ja, das belastet schon, das zerreißt einen Menschen. Aber wie können sich denn Beziehungen dann im Bewusstsein gestalten, dass ich als Christ Lebenserhalter und Orientierungsgeber bin? Wie kann sich das denn positiv entwickeln? Ich habe heute mal versucht, so ein paar ganz praktische Dinge aufzunehmen und ich stelle das mal unter ein Stichwort: Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Und da will ich mal so 3, 4 Gedanken daran hängen, die ganz stark mit der Praxis was zu tun haben, eben Alltag mit Jesus. Ich beginne mit einem Bibelwort aus Matthäus 24. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, sagt Jesus dort, wird die Liebe in vielen erkalten. Diese Aussage, die Jesus hier fasst, ist aus einer Beschreibung, aus einer Rede von ihm entnommen, indem er so die letzte Zeit dieser Welt vor seiner Wiederkunft beschreibt. Einer Zeit, so sagt Jesus, in der sich die Weltsituation erkennbar dramatisch zuspitzen wird. Nun kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein, ob diese Dramatik heute gegeben ist oder nicht. Mir scheint es aber unbestreitbar, dass das, was Jesus hier sagt, die Liebe wird in vielen erkalten, ja mit Händen zu greifen ist. Unsere Welt ist doch nicht nur von der großen politischen oder ökologischen Lage instabiler geworden. Wir leben auch oder wir erleben auch so eine weltweite Radikalisierung und Polarisierung in der Gesellschaft. Falschnachrichten, Fake News oder Formen der Hetze und des Mobbings gegen Personen, das sind doch in den sozialen Medien, die sind doch massiv angestiegen. Und immer mehr Menschen sehen darin das Neue quasi normal. Sie sind gar nicht mehr anders ansprechbar. Sie übernehmen dies in ihrem Leben und das führt zu richtigen Verschiebungen in der Gesellschaft. Gestern war der Bundestag unseres Bundes freier evangelischer Gemeinden, zu dem wir ja auch gehören.
Ansgar Hörsting, unser Präses, der berichtete uns, wie besorgt die Bundesleitung über derartige Polarisierungen ist. Auch in Gemeinden greifen solche Polarisierungen immer stärker um sich. Insbesondere diese Art von Polarisierung, die in Spannung stehende Dinge nicht miteinander verbinden möchte, sondern sie als unversöhnlich gegeneinander stellt. Gewiss, das hat es früher auch schon gegeben. Auch in Gemeinden hat es solche Haltungen immer mal wieder gegeben und die haben immer mal wieder Streit hervorbrechen lassen, ja. Aber in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren, bestimmt auch mitbedingt durch Corona, die uns so ein bisschen an einer ganz anderen Ecke getroffen hat, ist da eine richtige Welle losgetreten. Es durchzieht die Gesellschaft. Wir merken jetzt in den Familien, im Freundeskreis doch selbst, wie man sich unter Umständen auf Distanz begegnet. Vielleicht sogar ein Streit ausgebrochen ist über die Corona-Situation, über die Frage, sollen wir uns impfen, sollen wir uns nicht impfen, was bedeutet das? Ist das richtig mit den Maßnahmen, ist das nicht? Also wie kann man sich denn hier dann begegnen? Ich glaube, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, du bist derjenige, der, das ist irgendwie ungeeignet, unangebracht. Ich nehme mal dieses Bibelwort, deswegen habe ich es gewählt, ich nehme dieses Bibelwort Jesu jetzt einmal heraus und halte es uns selbst mal vor Augen. Das heißt, die Liebe wird in vielen erkalten. Wie wäre das mal, wenn wir uns fragen, du und ich, nicht nur gucken, wo sehen wir das bei anderen, sondern wenn wir uns fragen, sollte das bei mir auch sein? Sollte diese Beschreibung, die Jesus hier hat, auf mich zutreffen? Wird Jesus das mal selbst sagen müssen in Bezug auf mein Leben? Du, diese Liebe ist erkaltet. Reflektieren wir mal, wie wir gelegentlich miteinander reden. Zeigt sich in dieser Rede diese Liebe Gottes? Gerade an Punkten, die in Spannung zueinander stehen, emotional aufgeladen sind. Zeigt sich in deiner Rede, dass du Licht und Salz, Lebensorientierer bist? Ich finde, so eine Selbstreflexion, das erste ganz praktische, so eine Selbstreflexion durchzuführen, du hast die Situation vor Augen, finde ich, das ist ein guter Weg, um bei ganz unterschiedlichen Ansichten zu erfragen, was ist denn hier die Salzkraft Gottes, die gerade durch mein Leben strahlen möchte. Schließe mal einen zweiten Gedanken daran an. Er betrifft jetzt spezieller Beziehungen im Gemeindefeld. Ich glaube, wir sollten ehrlich sein und uns voreinander eingestehen, dass wir Lernende sind. Lernende. Auch als langjährige Christen Lernende. Gerade jetzt in einer Gesellschaft, die sich polarisiert, die auch mit in die Gemeinden hineinwirkt. Lernende. Warum betone ich das? Keiner, glaube ich, sollte so überheblich von sich denken. Das ist irgendwie unangemessen. Ich beziehe dieses Lernende aber mal auf die gelebten Beziehungen in den Kleingruppen. Und jetzt wird es nochmal konkreter. Was bedeutet das denn? Auf die gelebten Beziehungen in den Kleingruppen. Also mein Eindruck. Ich spreche jetzt mal für die Leute, die jetzt hier im Umfeld und in der Gemeinde sind und in den Kleingruppen der Gemeinde sind. Im Stream sind einige dabei, die sind das natürlich nicht, sorry. Aber du kannst das selbst hier vielleicht gucken, wenn du in deinem Gemeindeumfeld so eine Kleingruppe hast, zu der du gehörst, tu das einfach. Mein Eindruck, so bombig stark sind die Kleingruppen in der Corona-Zeit nicht gelaufen. Okay, wir haben für die
Hauskreise Zoom-Lizenzen verteilt und eingeladen, das Gemeindehaus geöffnet, dass Gruppen kamen. Das geschah auch, ja. Aber doch ist in einigen Gruppen irgendwie so eine seltsame Leere eingetreten. Mit 2E. Da waren sonderbare Rückzugsreaktionen von Menschen zu beobachten, bei denen man meinen konnte, da wäre irgendwie eine Christenverfolgung ausgebrochen. Man hörte nichts mehr und man sah nichts mehr von ihnen. Selbst jetzt, wo vieles doch wieder möglich ist, und der Saal sich auch, wir sehen das ja heute zum Beispiel hier, viele Leute da sind, ja. Schön ist das. Aber selbst jetzt ist es noch so, dass einige noch in diesem Underground, sag ich mal, sind. Ich frage mal weiter, der Ansatz war ja, wie ist das mit den Kleingruppen? Wie sieht das in deinen Peer Groups, in deinen kleinen Gruppen aus? Ich setze diesen Gedanken im Blick auf die Selbstreflexion jetzt mal fort. Beziehung im Blick, unser Thema. Ja, meine Frage, kann es sein, dass deine Kleingruppe, zu der du dich zugehörig fühlst, in den Fragen der gelebten Beziehung in der Corona-Zeit, jetzt gebrauche ich ein altes Wort, Buße tun solltest? Dass ihr als Kleingruppe Buße tun solltet? Vielleicht in der Form eines Treffens, bei dem jeder selbst sein Beziehungsleben zu dieser Kleingruppe reflektiert. Nicht dem anderen erzählt, du hättest doch, solltest doch, sondern sich selbst reflektiert da hinein. Wo bin ich dieses Salz und Licht gewesen in dieser Kleingruppe während der jetzt zurückliegenden anderthalb Jahren Corona? Warst du dieser Lebenserhalter, Orientierungsgeber in eurer Gruppe? Ich meine, schön, wenn du das bist. Das will ich gar nicht kleinreden. Super, klasse. Ich freue mich drüber. Das ist es ja eigentlich auch, die selbstverständliche Fähigkeit, die Christus in dein Leben, wenn du Christ bist, hineingelegt hast. Du bist Salz und Licht. Du musst das nicht erst noch werden, du bist es. Aber wo du das nicht gelebt hast in dieser Zeit, also nicht gelebt hast, was du eigentlich bist, könntest du da nicht, wenn du das selbst reflektierst, dann auf Menschen zugehen und sagen, du, das tut mir leid. Ich habe das nicht gelebt. Ich habe das nicht gelebt, wie ich das eigentlich hätte machen können. Und du hast darunter gelitten. Du, das tut mir leid. Komisch, Lothar, sagst du. Ja, Praxis willst du werden und jetzt forderst du zu sowas auf? Es ist irgendwie komisch, ne? Du, ich will es aber zuspitzen, ich will nicht davon lassen, ich will dem nochmal nachgehen und will sagen, ja, ich fordere wirklich auf. Ich fordere euch als Kleingruppen, Teilnehmer, euch als Kleingruppen, als Hauskreise ernsthaft dazu auf. Bitte, macht ein solches Treffen. Macht ein solches Treffen, ihr Hauskreisleiter, ladet ganz offiziell alle Personen ein, die irgendwie in dieser Peer Group, in diesem Hauskreis eurer Kleingruppe gehören. Gebt diesem Treffen ganz bewusst den Horizont der Buße, der eigenen Reflexion über wie habe ich diese Beziehung gelebt. Nicht die einfordernde Buße, du so musst jetzt sagen, sondern gebt den Raum der Buße, indem, dass ihr sagt, ja, dafür wollen wir uns Zeit nehmen. Wir wollen selbst uns reflektieren, wie wir das gelebt haben. Wenn ihr meint, es wäre gut, wenn ihr Unterstützung dazu bekommen würdet, ich komme gerne zu euch in diese Gruppe, begleite euch bei diesen Treffen. Aber nehmt diesen Auftrag ganz praktisch in der Gestaltung mit. Kleingruppe, Konkretisierung,
Wie kann ich das leben im Alltag? Miteinander statt gegeneinander, ein dritter Gedanke. Persönlich staune ich immer wieder über die Aktualität des Wortes Gottes. Und manchmal ist das so, dass man gar nicht drei Sätze noch dazu sagen muss, sondern Gottes Wort einfach wirken lassen kann. Es spricht in unser Leben hinein. In der Bibel heißt es dazu, das ist lebendig. Das schafft sich seinen eigenen Kanal und seinen eigenen Zugangsweg, um in mein und dein Leben hineinzusprechen. Hier mal im Originalton. Höre doch bitte. Ich lese einige Sätze aus Matthäus 20. Da rief Jesus sie, also gemeint seine Jünger, alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihr Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch, sagt Jesus, soll das nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Ich lasse diese Sätze einfach mal einen Moment wirken. Spricht dich dieses Bibelwort in dem Sinne an, dass dir auf einmal eine Situation vor Augen kommt, Beziehungen vor Augen kommen und sich die Frage stellt, wie habe ich das gestaltet? Situationen? Wenn du eine solche Beziehung vor Augen hast, dann frage jetzt, krankt diese Beziehung zu den Geschwistern, bei dir im Familienkreis, weil ihr nicht mehr miteinander redet, zu den Freunden, weil die Distanz da ist, zum Ehepartner, weil, zu deinen Arbeitskollegen. Krankt sie vielleicht darum, weil du zu groß sein wolltest? Weil du auf deinem Stolz bestanden hast? Krankt sich vielleicht darum, weil du zu wenig von diesem Dienen investiert hast, von dem Jesus hier redet? Du, ich kenne jetzt deine Situation nicht, die du vielleicht vor Augen hast, aber du solltest dich nicht um diese ganz praktische Frage wegdrücken. Das ist so. Wenn Gott da etwas anspricht, dann hat er etwas vor. Dann rate ich, geh dem nach. Es bereichert dein Leben. Vielleicht ermöglicht es, dass du endlich Last in deinem Leben ablegen kannst. Weiterer Aspekt dieses Dienstes, der findet sich dort, wo ich bereit bin, meinem Gegenüber zuzuhören. Wo meine erste Absicht darin besteht, da kommt mir jemand entgegen und er sagt mir etwas und ich habe so beim dritten Satz schon klar, aha, ich habe die Thematik verheftet, ich habe das schon in der Schublade, das steht, ist schon alles klar, jetzt kann er noch was sagen, da höre ich gar nicht mehr richtig zu. Ich weiß ja schon, was kommt. Wenn ich eine vorgefertigte Meinung habe, dann werde ich den Zugang zu dem anderen nie so richtig finden. Lebenserhalter und Orientierungsgeber zu sein, das bedeutet ganz konkret zunächst einmal, man sagt dazu empathisch, also einfühlsam zuzuhören. Meinem Gegenüber bewusst Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, mich in ihn hineinzuhören. Das heißt Salz und Licht leben. Mich hineinzuhören, was der andere sagen möchte. Lieber nochmals nachfragen,
ob ich den Kern seiner Aussage wirklich verstanden habe. Eigentlich ist das gar nichts Außergewöhnliches, Christliches, ja? Es ist schlicht. Aber es ist gut. Es ist gut. Wir werden im weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes ja auch Kinder mit ihren Eltern segnen. Ihr lieben Eltern, noch sind diese Kinder nicht so alt, aber es kommt die Schulzeit und es werden Situationen kommen, wie beispielsweise: Unser Sohn kommt nach Hause mit der Aussage, Schule ist blöd. Meine Reaktion als Vater: Mein lieber Kerl, morgen früh um 8 sitzt du wieder auf der Schulbank. Nicht so ideal, oder? Irgendwie ein anderer Umgang wäre angebracht. Den großen Macker zu markieren, passt nicht. Schule ist ja an und für sich auch nicht doof. Nein. Im Gespräch mit meinem Sohn stellt sich dann heraus, er war irgendwie vor den Mitschülern bloßgestellt worden. Was war? Er hat an der Tafel eine Aufgabe nicht richtig gerechnet, obwohl er in Mathe eigentlich gut war. Wie kam's? Der Lehrer hatte ihn aufgefordert, an der Tafel zu rechnen, als er nicht ganz bei der Sache war. Eigentlich hätte er in dem Moment auf die Toilette gemusst. Er hat sich aber verkniffen, er wollte aushalten bis zur Pause. Und da waren seine Gedanken. Und in dem Moment fragt ihn der Lehrer und holt ihn raus aus der Situation und stellt ihn an die Tafel. Man kann sich vorstellen, so eine ganz so glückliche Figur hat er an der Tafel nicht gemacht. Jetzt erst habe ich verstanden, was mein Sohn meint, die Schule ist doof. Ich biete ihm an, die Situation mit dem Lehrer nochmals auf eine geeignete Art zu besprechen. Miteinander statt gegeneinander. Merken wir an dem ganz einfachen Beispiel, wie wichtig es ist, einfühlsam zuzuhören, was eigentlich die Botschaft ist, wo eigentlich das Problem steht. Das ist ein wertvoller, wichtiger und wertvoller Dienst, dass Beziehungen leben können. Und wie wäre das, wenn, ganz konkret wieder, Zuspitzung, wie wäre das, wenn du in dieser jetzt kommenden Woche darauf achtest, wirklich einfühlsam zuzuhören, was dein Gegenüber sagt? Lassen wir doch diese von Jesus angesprochene Salz- und Lichtkraft, lassen wir das doch zur Wirkung kommen. Zum Schluss der Predigt komme ich jetzt nochmal stärker auf die Kindersegnung zu sprechen. Auch die hat was mit Beziehung zu tun. Alltag. Im Vorbereitungsgespräch haben wir mit den Eltern hierzu festgehalten, von Gott Segen zu erhalten, bedeutet so viel wie: Gott macht die Zusage, mich als Person und mein Leben freundlich anzusehen. Gott macht die Zusage, mich als Person und mein Leben freundlich anzusehen. Und in der Segnung des Kindes ist das nicht nur eine Allgemeinaussage, sondern ganz spezifisch auf diese Person auch bezogen. Die Handauflegung, die symbolisiert das ja. Die kleine Anna, die Lotta, der Nils, die sollen für ein Leben wissen dürfen: Gott schaut mich freundlich und liebevoll an. Und diese Tatsache, die steht über meinem Leben. Gott wünscht diese Beziehung. Und wir hoffen und beten dafür, dass diese Beziehung später einmal von beiden Seiten, also auch von Anna, von Lotta und von Nils, gelebt werden will. Dazu müssen sie dann auch einen Schritt tun. Und erst durch diesen weiteren Schritt werden die drei oder einer von den dreien, der diesen Schritt tut, zu Christen.
aber durch die Segnung bringen wir zum Ausdruck, Gott schaut dein Leben freundlich an. Wir segnen diese Kinder hier im Gottesdienst. Das ist auch wieder ein Ausdruck der gelebten Beziehung Salz und Licht in dieser Welt. Und als Gemeinde, wir haben so die Eltern gefragt, die konnten Vorschläge machen und sie haben sich auch gewünscht, dass die Gemeinde auch wieder beteiligt ist an dieser Segnung. Deswegen haben wir so zwei Parts gleich. Eine Segnung, die hier oben geschieht auf der Bühne und dann werden die Eltern sich hinten verteilen im Saal und können Personen aus der Gemeinde können dann zu den Eltern gehen oder zur Familie gehen und für diese Kinder auch mitbeten. Gemeinde ist beteiligt. Und durch diese Beteiligung sagen wir den Eltern und den Kindern zu, wir möchten uns dafür einsetzen, dass die Freundlichkeit Gottes, dass die Fürsorge Gottes, dass du das erlebst. Dass also Salz und Licht sei nicht nur ein Satz ist, der im Raum steht, sondern der zu dem Alltag dieser Kinder gehört. Und zwar in der Art und Weise, wie sie Gemeinde erleben. Ganz praktisch über diesen Gottesdienst hinaus. Weißt du, vielleicht nimmst du als Vater, Mutter, Oma, Onkel, Tante, Freundin, was weiß ich wie, nimmst aber auch noch etwas anderes mit. In der ganz praktischen Gestaltung, ja, ihr kommt schon rein, schön ist das. In der ganz praktischen Gestaltung des Segnens. Wisst ihr, im alten Israel war das so, dann hatten die Väter den Auftrag, die Kinder regelmäßig zu segnen. Da musste kein Priester dabei sein und kein gar nichts. Ja, sondern die Väter hatten den Auftrag, die Kinder zu segnen. Gottes friedvolles Handeln, Gottes Liebe, seine Nähe, seinen Beistand, den Kindern im Segen zuzusprechen. Ganz praktisch in der Gestaltung, Leben, ja, Alltag. Wie wäre das, wenn du in dem Verwandtschaftsbereich oder darüber hinaus, wie auch immer, das aufnimmst und ihr Kinder kommt rein, setzt euch hier hin, das ist schon gut. Ich rede gerade darüber, gebt gerade euren Eltern so einen Impuls, wie sie etwas aufnehmen und mitnehmen können, was Segen heißt. Wie wäre das, wenn wir immer wieder auf unsere Kinder zugehen und unsere Kinder segnen würden. Gottes Frieden, Gottes Nähe, Gottes Beistand über ihr Leben aussprechen. Ich habe in der Predigt versucht, so einige Aspekte mal aufzuzeigen, wo das im Alltag ganz konkret werden kann, dass du Salz und Licht als Christ in dieser Welt bist. Orientierungsgeber, Lebenserhalter. Weißt du, ich kann versuchen, diese Impulse dir von vorne zu geben. Und du kannst da sitzen und an die Bratwurst heute Mittag denken. Kannst du machen. Ich kann es nicht ändern. Ob das Sinnvollste für dein Leben wäre? Wie wär's, du würdest von diesen Impulsen, die heute Morgen gekommen sind, etwas umsetzen in deinem Leben? Etwas anwenden? Etwas aufnehmen? Ich glaube, da könnte sich viel mehr Gestalt gewinnen, das, was du eigentlich bist. Salz und Licht in dieser Welt. Du würdest es selbst sehen, welche verändernde Wirkung daraus hervorgeht auf deine Mitmenschen. Du könntest es selbst an dir sehen, welch einen Schatz Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du bist Salz und Licht.
Ja, dann lebt das doch im Alltag. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du eben deine Verheißung über unser Leben gestellt hast. Danke, dass deswegen die Möglichkeiten für einen Christen alle da sind, zu leben als das, wozu du ihn bestimmt hast, Salz und Licht zu sein. Und wenn es um die Gestaltung der Beziehung im Alltag geht, dann sind wir Lernende. Und ich möchte dich bitten, dass von diesen Impulsen durch deinen Heiligen Geist selbst ausgestreut und weiter formuliert wird in das Leben der einzelnen Menschen hinein, ob sie heute Morgen hier sind, ob sie im Stream zuschauen. Und dass es zur Umsetzung kommt von dem, was du möchtest. Was in diese Situation eines einzelnen Menschen hineinpasst. Und dass du selbst dadurch zum Tragen kommst. Dass deine Salz- und Lichtkraft, die du auch in uns hineingelegt hast, zur Wesensbestimmung unseres Seins geworden ist, dass sie zur Entfaltung kommt. Ich danke dir, dass das so ganz praktisch werden kann. Amen. Dass das ganz praktisch werden kann. Jetzt räume ich das mal an die Seite. Denn jetzt wollen wir auch in einem nächsten Schritt es ganz praktisch werden lassen mit der Segnung, von der ich dann zum Schluss gesprochen habe. Bitte mal, dass ihr als elterliche Familie könnt gerne nach oben kommen. Das sind einmal der Nils Vollmers, sitzt hier vorne mit der ganzen Familie, könnte kommen. Ja, dann ist die Lotta Pulfrich mit der ganzen Familie, könnte kommen. Und das ist dann die Anna Sudermann mit der ganzen Familie, ihr könnt kommen. Ihr habt jeweils Paten dabei, ja. Uwe kann noch mit dazukommen. Uwe, du wirst ja auch die Segnung zwei Personen machen. Ja, gerne. So, genau, Mikrofon brauchen wir, gucken wir gleich nochmal weiter. Finden wir einen Platz? Das geht, ne? Ja. Ich möchte uns zunächst auch erst nochmal lesen, was so beschrieben wird im Neuen Testament von der Situation, in der Jesus Kinder segnet. Da war das so, in Markus Kapitel 10 ist das zu lesen. Da brachten sie, also gemeint sind wohl die Eltern und Familienangehörigen, die brachten Kinder zu ihm, zu Jesus. Und er sollte sie anrühren. Er sollte die Hände auf sie legen, er sollte sie segnen. Die Jünger fuhren aber die Leute an. Nee. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, also zu den Jüngern, lasst doch die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus nimmt also diese Situation auf und zieht dazu eine Parallele für die Art und Weise, wie Menschen ins Reich Gottes kommen. Er macht dazu so ein kleines Gleichnis, Bildrede oder wie. Will ich jetzt nicht größer ausführen, würde zu lang werden. Das ist nur eine kleine Pointe nochmal für die Erwachsenen. Aber was macht Jesus dann mit den Kindern? Darum geht es ja. Und er, Jesus, nahm sie auf die Hände, herzte sie und segnete sie. Er nahm sie in die Arme, herzt sie und segnet sie. Merken wir wieder, wie Beziehung durchstrahlt? Wie das durchstrahlt, dass Gottes Liebe dich freundlich anschaut? Das ist sein Sinn. Und das möchte er gerne, dass wir den Kindern das vermitteln können, dass die Kinder das aufnehmen, dass die Kinder das sagen können, ja, das ist Gottes Zusage über mein Leben. Gott schaut mich freundlich an, er herzt mich. Wir werden darum in diesem Sinne die Kinder segnen, auf Wunsch der Eltern. Uwe wird das zunächst tun. Für
die Lotta und für die Nils. Und ich will das tun für die Anna. Ja, liebe Lotta, total ruhig, entspannt. Sehr schön. Lotta, ich möchte dir einen Vers mitgeben aus Psalm 37, Vers 5. Wir haben heute Morgen über Lebenserhalter und Orientierungsgeber gehört. Und da kommt das auch zur Aussage. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Das heißt, er hält, gibt Leben, er hält Leben und er gibt Orientierung. Lena und ich werden jetzt für Lotta und auch für die Familie beten. Herr, ich danke dir, dass wir heute hier sein können, dass wir die Segnung von der Lotta feiern können. Danke, dass du die so einzigartig und wundervoll gemacht hast, dass du die so unendlich liebst. Danke, dass du uns Menschen alle so liebst. Das ist der Wahnsinn. Zeig du der Lotta, wie besonders sie ist in deinen Augen. Führe du sie und leite du sie in dem Weg, die sie gehen wird. Hilf du uns aber bitte auch, dass wir ein Vorbild für Lotta sein können. Dass sie daran erkennen kann, wie groß du bist. Hilf uns aber bitte auch, dass wir ihre Fragen immer beantworten können, die sie im Leben hat, dass wir da sind für sie, dass sie dich einfach erkennen kann und einfach ein Leben mit dir gehen will. Amen. Liebe Lotta, Jesus sei mit dir an jedem neuen Tag. Er schütze dich, wo immer du bist, vor Bösem. Er leite dich mit seinen Augen und gebe dir Weisheit in allem. Er behüte dich vor falschen Wegen. Er schenke dir Segen, Gelingen und Freude über Freude. Er halte dich fest, dass du stets an ihm bleibst. Er bringe dich in deine Berufung. Er gebrauche dich mächtig für sein Reich. Er schenke dir viel Erkenntnis, Weisung und Haltung durch sein Wort. Er gebe dir die rechten Freunde und schicke dir Menschen, die dich fördern. Er stelle die Weichen für dein Leben und bereite deine Wege vor. Er gebe dir alle Zeit, was du brauchst. Er helfe dir in allem. Er gebe uns gute Vorbilder und Stützen, in deinem Leben zu sein. Er segne uns untereinander mit göttlicher Harmonie und Frieden. Ihm sei aller Dank dafür. Er sei unser Mittelpunkt heute und für immer. Amen. So, jetzt lasse ich dich mal hier rüber. Ich gehe mal nach da. Wir wechseln einfach mal. Genau. Ja, ihr Lieben, der Nils, ja, der Ole ist auch dabei, Johanna und Danilo und der Jan als Pate. Genau, Gebetspate. Im 5. Buch Mose steht ein Vers und das ganze Kapitel ist überschrieben mit Lied des Mose. Und das ist ein Vers, den ich rausgesucht habe, den Mose von Gott gesagt bekommt in dem Zusammenhang, als er ja das Volk Israel auf den letzten Weg vorbereiten muss, er aber auch weiß, dass er an diesem letzten Weg nicht mehr mit dabei sein darf. Und Gott gibt ihm diese Worte und dort lesen wir in 5. Mose 32, Vers 4 Folgendes. Und das ist mein und unser Wunsch für den Nils. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das sei unser Wunsch für den Ole, dass er immer auf diesem Fels steht, für den Nils, dass er immer auf diesem Fels steht und dass er von dort immer diesen Blick erhält und bekommt, wo seine Wege sind und dass er weiß, dass er treu geführt wird von unserem Gott. Großer Gott, wir wollen dir danken für den Nils und dass du ihn auf diese Welt geschenkt hast. Danke dafür, dass er so eine großartige Lebensfreude hat und jetzt schon ein Segen für diese Familie ist. Wir wollen dich bitten für ihn, für sein Leben,
für gute Beziehungen zu Ole und zu den Eltern. Wir wollen dich bitten dafür, dass er mit seiner Lebensfreude ein großer Segen ist, dass er gute Freunde und Wegbegleiter auf seinem Leben hat, dass du ihn selber zu einem guten Freund und Wegbegleiter machst, dass du ihn in all den Höhen und Tiefen des Lebens begleitest und ihn nie loslässt, dass du ja, ihn zu einem Menschen machst, der nach deinem Bild gemacht ist und der nach deinem Herzen lebt. Sei gesegnet, Nils. Lieber Nils, Jesus sei mit dir an jedem neuen Tag. Er schütze dich, wo auch immer du bist, und er bewahre dich vor Bösem. Er leite dich mit seinen Augen und gebe dir Weisheit in allem. Er behüte dich vor falschen Wegen. Er schenke dir Segen, Gelingen und Freude über Freude. Er halte dich fest, dass du stets an ihm bleibst. Er bringe dich in deine Berufung. Er gebrauche dich mächtig für sein Reich. Er schenke dir viel Erkenntnis, Weisung und Halt durch sein Wort. Er gebe dir die rechten Freunde und schicke dir Menschen, die dich fördern. Er stelle die Weichen für dein Leben und bereite deine Wege vor. Er gebe dir alle Zeit, was du brauchst. Er helfe dir in allem. Er gebe uns gute Vorbilder und Stützen, in deinem Leben zu sein. Er segne uns untereinander mit göttlicher Harmonie und Frieden. Ihm sei aller Dank dafür. Er sei unser Mittelpunkt, heute und für immer. Amen. Gut, jetzt habe ich auch noch für dich etwas. Ja. Anna, ich habe für dich, und du kriegst das ja noch weniger mit, kannst das noch nicht behalten, die Eltern besser. Ich habe hier auch noch eine Karte dazu. Was hast du da? Ah ja, das kannst du besser halten. Okay. Ich habe einen Bibelvers herausgesucht aus Psalm 121. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Bibelvers ist aus einem Psalm entnommen. Da waren die Leute auf dem Weg nach Jerusalem. Leute, die wollten in die Begegnung mit Gott eintreten. Voller Erwartung und froh. Ja, da sind wir. Und diese Aussage ist so wie eine innere Zuversicht. Das ist es. Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nicht von Hans Müller. Und nicht von dem Opa Gerhard, der vielleicht einen 50er daneben mir steckt. Auch nicht. Ist ja schön. Aber es hat eine andere Dimension. Die grundsätzliche Hilfe im Leben, die Orientierung, kommt von dem, der fähig ist zu handeln. Der die Macht hat. Und ich dachte, Anna, wenn deine Eltern später mal von dem Tag erzählen sollten, deiner Kindersegnung, dann sollten sie den Vers unbedingt mitnehmen. Und wenn du da mal begreifen könntest, dass es so ist, auch tatsächlich in deinem Leben, dass deine Hilfe von dem Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Boah, das wäre eine richtige Freude. Das wäre toll. Weil das ist nämlich Unterstützung und das ist Orientierung im Leben. Das gibt Halt und Zuversicht. Es ist hier bei euch so, ihr habt jeweils einen Paten rausgesucht und die Paten, die werden beten, und so ist das jetzt hier auch. Ich darf dich einladen, zunächst ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alle zusammen sein dürfen, um die kleine, süße Anna zu segnen. Danke, dass du sie so wundervoll gemacht hast. Mhm. Anna hat ihr ganzes Leben noch vor sich, und ich bitte dich, sei du immer bei ihr. Sei ihr Navigationssystem und zeige ihr den richtigen Weg, den sie gehen soll. Hilf ihr in Nöten und in schweren Zeiten, wenn sie mal nicht mehr weiter weiß. Bewahre Anna vor Krankheiten und Unheil. Schenke, dass sie bei dir den Sinn des Lebens erkennt. Zeige du dich ihr, damit sie erkennt, wie groß du bist und dass bei dir absolut nichts unmöglich ist. Lass sie nicht an deiner großen Güte und Liebe zweifeln. Amen. Liebe Anna, ich will dich segnen. Ich will dir Gottes Zuspruch, Gottes Nähe, ich will dir es zusprechen dürfen im Namen Gottes, dass Gott dich freundlich in deinem Leben anschaut.
Lieber Jesus Christus, es ist deine Zusage, die auch für Anna gilt und für ihr Leben gilt. Ja, danke, dass das so ist. Du hast sie wunderbar gemacht. Wir freuen uns darüber. Du hast sie ihren Eltern gegeben, in der sie aufwachsen darf und eine Umgebung mit Geschwistern. Danke für diesen Segen. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass dieser Segen zum Tragen kommt. Als Stütze, als Hilfe in ihrem Leben. Aber wir wollen dich auch darum bitten, dass eben das Bibelwort wirklich zur Umsetzung kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dass Anna das selbst einmal erlebt in ihrem Leben und zur eigenen Aussage wird. Und dass du dann so ihre Orientierung bist, ihre Hilfe. Liebe Anna, und so segne dich Gott, der Allmächtige, eben der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so segne dich der, der auch dein Heiland werden möchte. Amen. Bitte schön. Danke euch. Jetzt habt ihr aber ganz lange hier oben gestanden. Wir haben in der Segnung, sagte ich ja vorhin schon, noch einen zweiten Teil. Während dieses zweiten Teils, da werden die Eltern sich hinten so ein bisschen verteilen. Und wir werden als Gemeinde Lieder miteinander singen, die Gott ehren. Und es besteht die Möglichkeit, dass immer Einzelne zu diesen Familien gehen können, zu einer der Familie und mit und für diese Familie beten kann. Dann kann man sich wieder setzen, dann kommt jemand Neues hin. Wir müssen die Corona-Abstände lassen und so und so und so. Wir ziehen dazu eine Maske auf oder eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn wir das tun. Am Platz brauchen wir das nicht. Vielleicht so viel zum Organisatorischen. So, und ihr könnt euch gerne setzen, wenn ihr wollt. Oder nach hinten gehen, besser gesagt.
gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Again.
to save. He is mighty to save. Forever, all the roughs of Jesus ist ein mächtiger Retter. Wunderbar, das glauben wir, das können wir in unserem Leben spüren. Und das wünschen wir auch besonders den Kindern, die jetzt heute gesegnet wurden, dem Nils, der Lotta und der Anna, dass sie das in ihrem Leben erfahren können. Jesus ist auch ihr persönlicher Retter. Sie dürfen Kinder Gottes sein. Ich freue mich immer über Kindersegnung. Ich finde, das wärmt das Herz und das ist so schön einfach, dass wir Kinder in der Gemeinde haben und dass sie mit dazugehören. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich Gottes Liebe diesen Kindern vorleben können. Ja. Jetzt kommt es zu den Mitteilungen, die wir noch weitergeben wollen, was so im Gemeindeleben sich abspielt. Die aktuellen Informationen und Veranstaltungen in unserer Gemeinde stehen im Gemeinde aktuell in der Gemeindezeitschrift. Sie können auch der Sonntagspost entnommen werden oder bei uns auf der Gemeinde-Homepage eingesehen werden. Ja, am 8. Oktober bieten wir wieder ein, bitte? Am 9. Oktober, oh Entschuldigung, 9. Oktober bieten wir wieder einen Orientierungstag an, der findet hier statt. Da geht es um, für Leute, die etwas mehr über die Gemeinde wissen wollen, also über unsere Gemeinde, die über eine Gemeindemitgliedschaft eventuell nachdenken, oder auch welche, die sich über die Taufe informieren wollen. Da sind alle herzlich eingeladen, sich, die da Interesse haben, sich bei Lothar zu melden. Der wird dann entsprechend das vorbereiten. Das ist von 10 bis 16 Uhr am 9. Oktober. Eine andere Veranstaltung findet hier in der Gemeinde statt, im Café Cross. Es ist am Mittwoch, dem 6. Oktober um 15 Uhr. Da findet ein Nachmittag mit Daniela Knautz statt. Er steht unter dem Thema Erntedank, Zeit zum Nachdenken und Danken. Es ist eine Veranstaltung, die der Seniorenkreis zusammen mit dem Café-Team macht. Und ja, es sind alle herzlich eingeladen. Es ist also nicht nur für Senioren sicherlich interessant und eine schöne Veranstaltung. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Ja, die Kollekte heute. Es sind wieder Becher an den Ausgängen, wo jemand das einwerfen kann, der hier im Gemeindehaus ist. Die Kollekte ist für die Arbeit der Ehepaare, Ehepaararbeit gedacht. Dort wollen wir diese Tätigkeiten unterstützen. Alle die im Livestream dabei sind, können das auch gerne dann online machen über PayPal oder die eingeblendete Kontonummer. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlich gratulieren wollen wir auch allen Geburtstagskindern in der vergangenen Woche. Ich habe einen Vers rausgesucht, der steht in Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Dort heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und das wünschen wir euch im neuen Lebensjahr, dass ihr euch darauf einlasst, euch ganz und gar in Gottes Arme fallen zu lassen, auf ihn zu vertrauen. Und dann wird er auf jeden Fall bei euch sein und wird euch führen. Gott segne euch im neuen Lebensjahr. Ich möchte noch mit uns beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Vater, ich möchte dir danken für all das, was ja heute auch dann zusammengelegt wird an Kollekte, sei es hier vor Ort oder sei es auch über das Konto oder PayPal, Herr. Ich möchte dich bitten für alle die damit arbeiten und umgehen, dass du ihnen Weisheit schenkst, das auf die richtige Weise in deinem Sinne einzusetzen, Herr.
möchte aber auch danken nochmal für die Kindersegnung, die wir heute haben durften. Ich lege dir noch einmal ganz besonders ans Herz die Lotta, Anna und den Nils, Herr. Segne du sie. Das ist so schön, dass du uns Kinder schenkst. Und ich bitte dich auch für die Eltern noch einmal um Weisheit bei der Erziehung der Kinder. Es gibt aber auch Menschen, die krank sind, die vielleicht auch aus Altersgründen heute nicht dabei sein können, Herr. Ich möchte dich bitten für sie, tröste sie, schenke ihnen Gesundheit. Ja, und sei du bei ihnen, sei du auch für sie ein Segen und ja, schenke ihnen eine schöne Zeit, auch wenn sie vielleicht nicht persönlich anwesend sein können, vielleicht dann nur über den Livestream, Herr. Bitte sei du auch dabei. Und du siehst auch, dass heute ein Bundestag gewählt wird, Herr. Ich bitte dich, dass eine Regierung gewählt wird, die zum Wohl des Volkes arbeitet, die aber nicht nur zum Wohl des Volkes arbeitet, sondern die auch darauf hört, was du willst, die sich auch von dir führen lassen. Und Herr, ich möchte dich bitten, führe du diese Regierung, Herr. Amen. Ja, dann möchten wir noch ganz herzlich einladen zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Da ist nicht nur Erntedankfest, sondern auch hier im Gottesdienst werden 14 junge Leute ihren Abschluss aus dem biblischen Unterricht feiern. Und das bedeutet natürlich bei dieser Zahl, wenn dann die Familienangehörigen mitkommen, dass sicherlich hier die Plätze für den Präsenzgottesdienst schon ziemlich ausgefüllt sind. Deshalb das Angebot und die herzliche Einladung an alle anderen, diesen Gottesdienst auch im Livestream zu erleben. Die BUler werden die Leitung haben in diesem Gottesdienst und Danilo Vollmer wird predigen und wir sind einfach schon sehr gespannt darauf. Ja, mir bleibt noch zu danken, alle, die mitgewirkt haben, wieder die Kameraleute. Heute ist ja einer noch ganz kurzfristig eingestiegen. Vielen Dank, besonders dem, der da jetzt noch in die Bresche gesprungen ist. Aber auch die Technik wieder mal, die den Livestream und die Akustik macht. Und natürlich unser riesiges Musikteam. Das ist ja ein Ich gehe von aus, dass der Applaus für alle galt, nicht nur fürs Musikteam. Gut, alles klar. Ja, herzlichen Dank. Und noch der Hinweis, nach dem Gottesdienst gibt es wieder die Möglichkeit, auch bei Kaffee sich draußen auf der Terrasse zu treffen und zu unterhalten. Das ist eine gute Gelegenheit, wie wir dann doch wieder das Gemeindeleben auch etwas persönlicher gestalten können. Herzliche Einladung dafür. Ja, dann laden wir euch noch ein und machen euch Mut, dass ihr uns daran teilhaben lasst, an euren Erfahrungen mit diesem Thema Alltag mit Jesus, jetzt auch im Besonderen auf diesen Aspekt. Wie erlebt ihr das im Hinblick auf eure Beziehungen? Was erfahrt ihr da? Wie verändern sich Beziehungen dadurch, dass ihr mit Jesus unterwegs seid? Das könnt ihr uns gerne mitteilen und zwar ist das möglich in 14 Tagen. Da ist hier wieder regulärer Gottesdienst und Uwe Happel wird die Gottesdienstleitung haben. Also wenn ihr da uns was teilhaben lassen wollt und mitteilen wollt, bitte wendet euch doch im Vorfeld rechtzeitig an den Uwe Happel. Dann haben wir heute auch wie jeden Sonntag ein Segnungsteam und wir laden dich ein, dass du das in Anspruch nimmst, wenn du sagst, ich möchte gern, dass jemand mich segnet, dass jemand mir mal zuhört, dass jemand für mich betet. Ich habe ein Anliegen auf dem Herzen. Ich brauche Gebets- und Segnungsunterstützung. Bitte nehmt das doch gerne in Anspruch. Wir wollen jetzt noch uns den Segen zusingen und dazu laden wir ein, dass wir aufstehen dazu. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen.
zu segnen. Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist. Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt. Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen. Freunde, die dich tragen. Alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus. Lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen allen eine gesegnete Woche und gute Erfahrungen im Alltag mit Jesus.